Herzlich willkommen zurück, Leute, zu Let's Play Final Fantasy 12. Ich bin mir gerade den Kopf am Zermartern, wo ich Balfion und Fran wiederfinde. Ich habe mich jetzt einfach mal dazu entschlossen, da ich hier noch von einer Nebenaufgabe weiß, die ich jetzt gerade hier annehmen kann, die sich allerdings noch durch das komplette Spiel ziehen wird, werde ich erstmal dahin gehen. Ich hoffe, ich finde diesen NPC jetzt wieder auf Anhieb. Das ist alles schon so lange her. Oh mein Gott. So. Wir könnten eigentlich auch mal... gucken, ob Penelo zu Hause ist oder am Arbeiten ist. Sie müsste ja eigentlich der Laden von... Ja, Miguelos Allerlei. Nö, ich sehe jetzt spontan keine Penelo. Kaufen. Was sind das? Zwiebelpfeile, okay. Ah, Keiz. Hey, Wahn! Ich hab's schon gehört. Gut, dass ihr sicher zurück seid. Hä? Von wem ich das weiß? Na, von Opa Dallan natürlich. Klar doch. Leider habe ich aber keine Zeit, mit dir in Ruhe zu quatschen. Miguelo und Penelo sind beide noch nicht im Laden. So ein Stress. Okay. Ja, dann werde ich sie wohl hier nicht antreffen. Verziehen wir uns halt wieder. Wo werden die beiden schon wieder sein? Nee, nee, nee. Ich will jetzt gar nicht wissen, was die zwei zusammen machen. Bah, ich will es wirklich nicht wissen. Oh Gott. Manchmal verfluche ich mein krankes Hirn. Magieladen brauche ich jetzt auch nicht. Ich könnte mal einen Gambit-Laden gebrauchen. Was war das hier? Technikstübchen brauche ich jetzt auch nicht. Ah, da könnte ich aber Analyse kaufen. Ach, Analyse ist mir jetzt ehrlich gesagt auch mal überhaupt nicht wichtig. Von den meisten Gegnern habe ich eh noch die Schwächen und Stärken im Kopf. Bilde ich mir zumindest ein, dass ich das habe. Ah, hier vorne, das ist ein Gambit-Laden, oder? Ja. Da werden wir jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen Shopping betreiben. Dass ich da ein bisschen flexibler bin. So. Ah, willkommen im Gambit-Paradies. Bla bla, kaufen. Was machen wir denn? Was machen wir denn? Was machen wir denn? Toll. Auf einen einzelnen Gegner, ja, auf welchen? Gegner, der den Gefährten angreift. Gegner mit TP 100%. Das werde ich später erst benutzen. Gegner im Zustand Öl. Defix. Fliegende Gegner. Ja, das wird später auch noch wichtig. Sich selbst. Okay, er hat jetzt nicht die Gambits, die ich haben wollte. Oder? Ach. Wisst ihr was? Wir kommen eigentlich mit denen klar, die wir im Moment haben. Man muss ja nicht mehr Geld ausgeben, wie unbedingt nötig. Was habe ich denn eigentlich an Geld noch? 13.000? Kann ich mir noch nicht mal die Lizenz kaufen. Ach ja, ach ja. Aus dem Weg. Ich muss hier mal durch. So, ich glaube, der NPC saß... Hier ist die... Mob-Gilde, gedönsens. Saß der hier oben? Nee. Moment, ich muss doch jetzt mal ganz kurz auf die Karte gucken, wie ich bin. Hä? Wo bin ich denn hier? Okay, ich bin da, aber... Ah, nee. Alles klar. Ich weiß, wo er sitzt. Aus dem Weg, aus der Bahn. Ich bin wichtig. Ja, ja, ihr blöden, komischen Soldaten. Hier runter muss ich auf jeden Fall diesen Weg entlang und dann die Karte wechseln. Ah, die Karte wechseln. So, genau. Hier neben sitze nämlich auch schon Viera. Hallo. Katharina. Hallo, mein Name ist Katharina. Ich kehre meiner Heimat den Rücken
und kam hierher. Der Kopf schwirrt mir noch von neuen Eindrücken. Schwirrt? Aha. Ich freue mich über Gesellschaft. Du kannst immer vorbeikommen, wenn dir nach Reden zumute ist. Ja, mir ist nach Reden zumute. Ramanasse ist wirklich wunderschön. Manchmal verlaufe ich mich noch. Ja, das kenne ich. Aber den groben Stadtplan habe ich schon im Kopf. Doch richtig zu Hause fühle ich mich noch nicht. Mag das an der Unerfahrenheit einer Viera liegen? Klar, Waldhasen sind grün hinter den Ohren, oder? Ist doch ganz normal als Neuling. Ja, je nachdem, was wir ihr hier für Antworten geben, gibt sie uns nachher spezielle Items. Da ich jetzt... Ich meine, ich habe das Lösungsbuch da, das ist jetzt nicht das Thema, aber da ich es jetzt ungerne mit euch mit Lösungsbuch durchspielen möchte, weil das irgendwie ein bisschen cheap ist, versuche ich mich daran zu erinnern, was ich hier antworten musste. Ich glaube, ich musste sie erst beleidigen, dass sie ein bisschen kaputt von der Psyche wird und dann später tritt sie da oben diesem Clan bei. Ach, ich beleidige sie einfach erstmal. Das ist immer ein guter Plan. Meinst du? Dann war es ein Fehler, meine Heimat zu verlassen. Ach, was rede ich da? Schenke meinen Worten keine Beachtung. Unterhalte dich mal wieder mit einer einsamen Frau, wenn dir danach ist. Jo, und das wird ja zu bestimmten Abschnitten im Spiel immer mal wieder vorkommen, dass wir mit ihr reden. Ich weiß halt immer noch nicht, wo ich hin muss. Das fällt mir da gerade mal spontan ein. Kaufmann. Aber hier müsste irgendwo noch ein Händler rumrennen. Ne? Markthändler? Ich glaube, der ist es, oder? Hehe, du scheinst, bla bla. Clanrang. Ach ja, das ist der bestimmte Clanhändler hier. Was hat denn der? High Potions, danke. Ach, wer bist denn du? Gasri? Ah, du bist. Du hast mich neulich wirklich vor den sicheren Ruinen bewahrt. Die Kassen klingeln wieder bei uns. Richtig, ich hatte dir ja ein kleines Gimmick versprochen. Schau einfach mal in irgendeinen Laden vorbei. Ist egal wo. Aus einigen Produkten meiner Lieferungen habe ich eine ganz besondere Handelsware gebastelt. Die müsste jetzt in den Regalen stehen. Gut, gehen wir doch mal gerade wieder nach hier drüben. Blabla. Sortiment der Handelsware. Genau, hier eine Schriftrolle. Eine Schriftrolle, die den Besitzer in die Geheimnisse einer bestimmten Profession einweiht. Ja, ne? Schön, kann ich mir jetzt für 18.000 Jill kaufen? Was sie bringt, steht jetzt noch nicht dabei. Ich glaube, das steht erst dabei, wenn ich es wirklich erlernt habe. Hier ist auch nichts. Ich werde wahnsinnig. Wo ist denn Ball 4? Ich werde halt gerade mal ein bisschen wahnsinnig, ne? Ich bin doch jetzt die komplette Stadt ausgelaufen, oder? Weltkarte? So, Balfir und Fran stecken irgendwo in Ramanasse. Ja. Im Palast? Nee, da komme ich nie mehr rein. Da brauche ich gar nicht nachzugucken. Unterstadt? Balfir und Fran stecken irgendwo in Ramanasse. Die müssen im Luftschiff-Hangar rumstehen. Das geht gar nicht anders. Ach, ich werde den jetzt doch mal benutzen. Luftschiff-Terminal. Und ab dafür. Beam me up, Scotty. So. Was ist jetzt hier los? Was willst du? Willst du Stress? Pass auf, Mann, ey. Ja, alles klar, erklärt mir die Chocobos. Die müssen hier sein. Ich müsste mich jetzt echt um 100% irren, wenn es hier jetzt nicht weitergeht. Ich meine, sie haben es ja auch, glaube ich, gesagt, dass sie in den Luftschiff-Hangar gehen. Die einfach mal mit allen reden. Was hast du zu erzählen? Bla bla bla. Ich werde das aber nicht vorlesen, weil die einfach nur teilweise blöd labern. Klammernde Frau. Okay. Das sollte mir jetzt, glaube ich, auch nicht stören. Was hast du mir zu erzählen? So viele Luftschiffe. Mit dir habe ich schon geredet. Da ist zu. Okay. Die wollen mich echt verarschen. Hä? Du willst nicht mit mir reden? Habe ich mit dir schon geredet? Er fliegt nach Bujerba. Okay.
Muss ich vielleicht ein Ticket buchen? Was muss ich hier tun? Ach, geh mir aus dem Weg. Okay. Guten Tag, ich heiße Sie herzlich willkommen. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Ja, den gemütlichen Standardflug bitte. Nein, später vielleicht. Ja, den Schokorapidflug bitte. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Reise. Wo fliege ich denn jetzt hin? Hauptsache ich fliege irgendwo hin. Jetzt kommt auf jeden Fall eine Zwischensequenz. Das war jetzt blöd, dass ich das gemacht habe. Wenn ich ja wüsste, wo ich jetzt rauskomme. Wie er halt eine Einparkhilfe hat. Okay, Luftschiff. Nalbina? Seid ihr bescheuert? Warum habt ihr mich nach Nalbina gebracht? Ich glaube, ich komme hier noch nicht mal raus aus dem Hangar. Willst du wieder raus in die Stadt? Zivilisten haben nee und bla bla bla. Nee. Was will ich hier? Hä? Okay. Die will mir jetzt auch keine Karten mehr verkaufen. Will die mich verarschen? Hallo? Wie komme ich jetzt hier wieder weg? Mit dir reden, oder wie? Ramanasse-Rezeption. Ja, gemütlicher Standardflug. Mal gucken. Ich weiß, ich gebe hier gerade Geld aus, wie blöd, aber pff. Hm. Cool, überspringen. Alles klar. Sehr geehrte Fluggäste, vielen Dank, bla bla, entschieden haben, bla, setzen Sie Ihre Sitze in eine aufrechte Flugposition. Nein, Moment, Sitzposition. Sie wollen sich also bis zu unserer Ankunft am Zielort ausruhen, mein Herr, melden Sie sich, bla. Okay. Ah, ich weiß, wofür dieser Standardflug ist. Was war das? Und zwar wird es hier später auch ein... Wir gucken erstmal, was die hier im Angebot haben. Einen Kampf geben. Optional für die Mobjagd. Ja, genau hier auf dem Aussichtsdeck. Da wird nämlich ein Gegner kommen. Ich weiß gar nicht mehr, welcher es war. Man muss auf jeden Fall so viel hier drumherum fliegen, bis hier irgendwann dieser Gegner spawnt. Aber hier ist jetzt auch kein Ball 4 und keine Fran und hast du nicht gesehen. Hm. Ich glaube, ich bin wirklich hier falsch. Ich hätte in Ramanasse bleiben müssen. Ja, aber finde... Ich verstehe das nicht. Wie war denn das? Finde halt Ball 4 und Fran. Ja, super. Ne? Ich bin halt mal schön die komplette Stadt abgelaufen. Was? Wenn Sie sich besonders... dann nutzen Sie doch bitte unsere... Okay. Ist ja das? Wolkenlounge. Lounge. Bla bla. So. Das ist hier auch alles ein bisschen blöd. Da findet sich unser Ruheraum. Ja, was jetzt? Angenehmen Ambiente können Sie in den Ruhmlichkeiten bis zu unserer Ankunft. Bitte wenden Sie sich an die Informationsschalter. Ach, geh mir doch nicht auf den Zeiger mit deiner blöden Barkeeper.
Wer bist du? Chef-Stewardess. Möchten Sie den Ruheraum nutzen? Fragen, was los ist? Ja, wir fragen erstmal, was los ist. Wie peinlich, dass Sie... Was? Dass Sie dieses mit anhören mussten. Dieser Herr will einfach nicht... Will einfach meine Gefühle nicht verstehen. Das ist alles. Deine Gefühle? Ach, Anne. Was du da von dir gibst, das verstehe ich nicht. Das verstehe nicht nur ich nicht. Das versteht niemand. Da mache ich ein verdammt gut aussehender Kerl aus einem feinen Hause mit einem dicken Konto dir einen Antrag und du lehnst ab. Ist deine Mutter denn wirklich so wichtig? Einer Frau, die in den Slums Arcades lebt, schenkte ich kein Gehör. Löse dich endlich von ihr. Was labern die da? Nachdem mein Vater im Krieg gefallen war und meine Schwester und der Krieg ganz alleine großgezogen und ich sollte... Ach, Junge, interessiert mich das? Nein. Bla bla. Das interessiert mich wirklich nicht. Von mir aus kannst du heiraten, wenn du willst. Von mir aus kannst du hier, da vorne den Globus heiraten. Ich glaube, er redet gerade mit mir und will jetzt wieder irgendwas. Oh, blubbert doch nicht. Einen Brief erhalten. Von mir aus. So viel Spaß hatte ich schon lange nicht mehr. Bla, verzieh dich. So, auch noch eine Nebenmission. Die wir aber auch erst später fertig machen können. Bis zur Landung ausruhen. Weil, ja, diese Nebenmission ist einfach, wir müssen ihr und ihren 5 Schwestern irgendwie diesen Brief geben, beziehungsweise müssen mit ihnen reden. Und, ja, dann stellt sich halt heraus, wer von denen wirklich diesen Kerl heiraten muss. Geht aber, wie gesagt, erst, wenn wir die 5 großen Städte freigeschaltet haben und zwischen denen hin und her fliegen konnten. Oder können. Überspringen. Ich muss jetzt echt nicht sehen, wie das Ding zum 3. Mal einpackt. So. Ob es was hilft, wenn ich einfach nach denen rufe? Hier so, Balfia, Fran, hallo? Wo seid ihr? Nee. Ich werd wahnsinnig. Ich werd einfach nur wahnsinnig. Wo sollen die sein? Bin ich blöd? Weltkarte. So. Ist da irgendwo ein Zeichen, was ich vielleicht übersehen habe? Balfia und Fran stecken irgendwo in Rabanaste. Ja toll, irgendwo ist gut, ne? Mäh. Unterstadt? Nö, ist auch keine Markierung. Die wollen mich veräppeln. Die wollen mir einfach nur veräppeln. Ja. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass diese komplette Folge komplett für den Arsch ist. Steht hier irgendjemand rum? Irgendwo in Rabanaste. Ja, wo denn sonst, wenn nicht hier? Okay. Sagen wir einfach mal, es ist so. Ich werde jetzt hier kurz eine Pause machen. Ich muss das ja nicht länger in die Länge ziehen, wie unbedingt sein muss, wenn ich jetzt hier noch die nächsten Minuten einfach nur blöd durch die Stadt rumlaufe. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn mich das jetzt echt ein bisschen annervt, dass ich hier eine komplette Folge in Rabanaste rumlaufe und nichts erreicht habe. Gut. Ja. Wenn euch gefällt, was ich mache, mein alter Satz, dann abonniert mich, kommentiert meine Videos und empfehlt mich weiter. Ansonsten bleibt auf jeden Fall anständig und bis zur nächsten Folge, wenn ich hoffentlich Balfi und Fran finde. Bis dann.